Da. Kann ich vielleicht noch mal ein paar Kisten anfertigen? Wow, das ist unglaublich viel. Nein, Spaß, reicht schon erstmal für ein paar Kisten und so. Das ist unser Schlafraum und jetzt mache ich noch einen zweiten Raum. Ich kann hier mal vergrößern. Ich hoffe, man hört meine Wanden nicht. Ich glaube, die Konferenten sind gerade gekommen. Nee, ich höre es jetzt gerade nichts. Und wenn ich nichts höre, hören die auch nichts. Die da hinten, die hören nichts. Irgendein Zombie bekommt hier Schaden, das habe ich gehört. Oh, Creeper! Der erste Boss war halt. Wir haben nichts, Creeper, was uns vor Creepern schützt. Creeper machen vollen Schaden und so. Ich habe ein Schwert. Wir spielen komplett Vanilla-Server. Und so. Ich könnte ja Mods reinmachen, aber da bin ich doch viel zu faul für. Oh my God, mein erster Kampf bestanden. Und ich habe eine geile Höhle gefunden. Ich habe Kohle gefunden. Höhlen sind viel cooler als Kohle. Aber in die Höhle gehst du nicht alleine rein. Das biete ich dir. Wir machen alles gleich, ne? Da wir keinen Bock haben. Was? Bitscreen zu spielen, oder? Ne? Was? Das habe ich ja nicht mehr ich verstanden. Wir haben keinen Bock Splitscreen zu spielen, was wir vor der Aufnahme mal gesagt haben. Schon vergessen? Ja, okay, ja. Ja, hat sie immer mal gemacht. Weil Philipp zu faul ist aufzunehmen. Ja, einfach nur, weil wir jetzt so lange aufnehmen und so weiter. Dann müsste ich erst zu ihm lurchen und ne, er dann zu mir oder und ja. Alles ist so kompliziert und wir sind alle faul. Wir sind alle Zocker. Wir alle kennen uns auch aus RTL, alle gefällte Amateurleute. Ja, wir kennen uns auch in Real Life. Wir haben sogar ein normales Leben, wo wir uns wirklich kennen. Ja. 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 Komm, sag nochmal ja. Ja ist ein tolles Wort. Ja, ja. Hey, ja, ja heißt lecken am Arsch. Ja, genau. So, ich sehe gerade, wir brauchen bald mal was zu essen, da ich schon wieder Hunger habe. Geh jagen. Ein Apfel ist nur was für einen leeren Magen. Ich würde sagen, geh jagen. Ja. Ich sorge gerade ein bisschen dafür, dass wir was lagern können. Da links. Ah ja. Steine kloppen ist schon super interessant. So werden wir 1 Million Abonnenten bekommen. Nehme ich Steine kloppe. Mhm. Steine kloppen. Boah, das ist so modern. Ein bisschen Eisen gefunden, ein bisschen Kohle gefunden. Dann reicht es dir auch gleich erstmal ein bisschen Steine kloppen. Ihr seid ja nicht hier, um uns bei mir beim Steine kloppen zuzusehen. Aber uns lernt man ja vernünftig mal Steine kloppen. Ja, für Stein nimmt man Steinspitzhacke und wenn man was Größeres abbauen will, nimmt man Eisen. Außer, also Kohle geht noch mit Stein, ja. Und Eisen auch. Aber dann sollte man Eisen. Mal, das wollte ich dich schon immer fragen. Du bist ja sowieso der größte Minecraft-Nerd, den ich kenne. Ein bisschen. Die Silberfische. Gibt's die nur in diesem, in dem Dungeon? Ja. Bei den Silberfisch-Spawner? Oh. Ein bisschen schade. Die kommen aus den Spawnern raus, da spawnen die die ganze Zeit und die kommen aus bestimmten Steinziegeln raus, die du dir auch ercheaten kannst im Game Mode, glaube ich auch. Ja, die kenne ich, aber auch nur vom World Painter, den ich nicht benutzen kann richtig. Ja, die kommen, es gibt halt die normalen Steinziegel und es gibt Steinziegel, die sind so Special Edition Steinziegel. Da springen die manchmal so raus. Da geht der Steinziegel kaputt und dann steht so ein Vieh neben dir. Auch cool. So, ich gehe jetzt erstmal auf Jagd. Ich hab cool dann. Und dann willst du nicht vielleicht mitkommen? Dann haben die auch was zu sehen, anstatt nur Kisten an. Ich baue gerade noch ein paar Kisten an. So, jetzt haben wir 3 Doppelkisten. Ich bleib am besten beim Fluss, dann den kann ich mal wieder zurückverfolgen. So, ein bisschen Kohle kann ich noch, ein bisschen Fackeln kann ich noch machen. Dann, das kommt hier hin. Nochmal Kräften, Tropenholz,
Musst du nicht sagen, die können genauso gut sehen wie du. Aber dann ist es so still hier und ich mag Stille nicht. Stille macht mir Angst. So, ich mach uns beiden mal Eisenschwerter. Spitzhacken sind schlecht, ich will Schwerter. Auch wenn Spitzhacken eigentlich viel wichtiger sind. Viele Schafe hier rumlungern. Ich bin losgegangen, um Schwein oder Rind zu jagen, aber hier sind überall nur Schafe. Vielleicht hast du ein paar Pilze, aber keine Ahnung. Nur weil sie keine Roten dabei. Wir sollten uns vielleicht so ein bisschen die Koordinaten merken. Die sind 88 und 22. Also recht nah am Nullpunkt. Er hat nicht so nah, aber... Okay, wo bist du nun? Ich bin in der Nähe des Flusses nicht weiter nach, in den Wald geschwommen. Und ernte jetzt ein paar Pilze, falls ihr mal... Also in die andere Richtung, als von du, wo du eben wegkamst und so. Genau. Okay, nicht mehr, nicht vergessen, 88, 230. Wenn wir jetzt zurück nach 22 gelaufen wären, dann wären wir irgendwo anders rausgekommen. Das wäre ja auch mies gewesen. Schwierig, nackte Schaf. Philipp. Wieso ist das Schaf hier nicht geschert? Und das da auch nicht. Weil die sich zufälligerweise so schnell, irgendwie total schnell wieder anfressen hast. Oh, ich sollte vielleicht nicht ganz so viel sprinten, wenn wir nichts, null zu essen haben. Gar nichts. Ja. Das ist Kacke. Das ist echt Kacke. Wo haben wir denn? Da gibt's ja nur Schafe, ey. Ich will was zwischen die Beiße haben und keine Schafe. Hinter dir. Ich will dich nicht hauen müssen. Hinter dir. Ja, ja, schön. Hey, ich habe ein Eisenschwert für dich. Achso. Sammel es auch auf. Das will ich auch mal gucken. Ich glaube, ich mache mir bald eine Angelroute, wenn wir irgendwie mal Spinnen sehen haben oder so. Au. Okay. Unser erstes Zuckerrohr haben wir, das heißt, wir können auch irgendwann mal... Ich habe das erste Zuckerrohr schon. Ah, hast du schon? Ja, musst du mir auch sagen. Ja. Wir könnten mal ein bisschen Brot vielleicht... Ja, es geht gerade. Ja. Und hier ist eine Strandhöhle. Mann, wieso ist hier nichts zu essen? Nichts? Wir müssen einmal Melonsamen finden und schon haben wir für unser Leben ausgesorgt. Und natürlich falle ich wieder irgendwo runter und kriege Schaden. Ich sammle jetzt einfach mal ein paar Seeds. Dann müssen wir an unserem Fluss da Getreide anbauen. Und aufpassen, dass nicht von Monster... Wenn dann irgendwo in der Erde oder unterm Baum. Naja, hier ist eine Höhle, wahrscheinlich kommen die hier unten. Oh, wir haben jetzt schon ungefähr 5, 6 Uhr, also nicht mehr viel Zeit vom Tag. Also jetzt nicht in Real Life, sondern in Minecraft. Ich rieche Essen. Nur so, Philipp, falls du immer noch nicht diese Seitengewächse an den Bäumen gesehen hast, guck dir das Video an, dann siehst du einige. Da. So extra rangezoomt für dich. Ich soll ein bisschen Tinte von den 60er-Jahren Tintenfischen hier. Ja, das ist nicht schlecht, dass wir direkt an diesem Flussbett gespawnt sind. Jetzt können wir sogar Bücher machen. Alter, nur Schafe, Wölfe, wow, ohne Knochen. Wow. Und ich kann gleich nicht mehr sprinten. 3,5. Au, scheiße, ey. Ich bekomme Schaden, ich hab nichts mehr zu essen, aber doch, ich bin noch vergammeltes Fleisch. Schon besser. Vergammeltes Fleisch regeneriert 2 Hunger und durch den durch die Vergiftung verliert man meistens so 1,5. Ja, das ist mir gerade schon egal, ich will nur nicht sterben. Also es ist nicht ineffizient, Zombiefleisch zu essen, wenn man Hunger hat. Besonders in Massen ist das gut. Wenn man irgendwie so 3 Stück isst oder so, kriegt man halt 6 Hunger regeneriert und verliert nur wieder 1,5. Aber sich komplett satt werden, das ist selten. Durch Zombiefleisch, das ist schon ohne Vergiftung. Ja. Oh, jetzt komm ich wieder Schaden.
Help me! Ich kann ihnen auch nicht helfen. Ich hab auch noch Zweier. Okay, ich mach mich auf. Wir sollten uns auf den Rückweg machen, das ist jetzt schon wieder richtig dunkel. Ich bin schon am Ende, ich bin schon mal wieder Ich bin da. Bei Z0, ich schaff das nicht mehr, ich geh drauf. Die Zombies werden mich fressen. Philipp, es war nett, dich gekannt zu haben. Es wird schon dunkel. Ich hab Angst. Ich meine, in der Nähe des Dschungels. Wieso haben wir nichts zu essen? Wir hätten erstmal für Essen und nicht für Eisen und so sorgen sollen. Verdammt. Dich ist halt kein Verlass, du bist an allem schuld. Ah, oh, Zombie. Ach ja, ich habe nächste Woche sturmfrei. Schön. Vielleicht können wir ganz schön viel spielen. Niemand wird mich nerven. Da ist Kohle. So war ich die Kohle ab? Nein, keine Zeit. Oh nein! Ich bin in einem Sumpf angekommen. Kürbis. Welche Farbe an Pilz hast du? Braun. Okay, hier sind auch überall braune. Wenn wir irgendwie einen roten hätten, wenn ich irgendwie einen roten finden würde, könnte ich uns ernähren. Ja. Spinne, 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 Schuh, Fuß, was auch, immer. Spinnen ja, Schnur. Vor Spinne kann ich nicht davon laufen, Spinnen sind zu schnell. Oh, Creeper. Den kann man aber locker davon laufen. Noch mehr Creeper. Und überall nur braune Pilze. Aua! Ach ja, ich verhungere jetzt. Philipp, war letztlich kann zu haben. Nein, ich spiele ja nur auf einfach. Da stirbt man nicht ganz. Gib mal. Außer wenn du mit, ich habe jetzt gerade gemerkt, wenn ich schwimmen gehe, mit, wenn ich dann halt keine Hungerbalken mehr habe, dann kriege ich Schaden. Nein, das war dann wohl ein Pfeil. Das ist eine Lüge. Du gehst bis auf 5 Herzchen runter. Also. Einfach. Bei normal geht man, so, glaube ich, okay, auf 2,5 oder so und auf hart stirbt man. Ach so, ja, stimmt. Dann bin ich auf 14 runter. Bei mir sind es 5 Kristalle. Ach nö. Oder? Oh, X war 22. Ich muss in diese Richtung latschen. Jetzt habe ich die zweite Richtung gelatscht. Ah, ich habe aber schon wieder unseren Fluss gefunden. Und wie man vielleicht in dem Video sieht, ich bin auf 5 Herzchen runter. Auf die Hälfte meiner Leben. Und habe Hunger und ich krieg keinen Schaden mehr. Kakao, den nehme ich natürlich mit. Kann man irgendwann Kekse rausmachen. Kekse sind toll. Wie viele Kekse kriegt man eigentlich, wenn man so Kekse craftet? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, man kriegt an die über 20, so kriegt man aus einer Ladung. Sicher? Ich glaube irgendwie 8 oder 16. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich wollte jetzt ganz einfach... Ja! Ah, das ist schon angepflanzt. Super.